Hey Leute, ich bin es, Darkson1800 und herzlich willkommen zurück zu diesem Spiel, wo ich noch immer die rote Münze suche. Ja, wir haben ja letztes Mal die 100 Münzensterne-Dingens gemacht hier in dieser Welt. Damit sind wir dann damit hier auch schon mal fertig. Aber jetzt bin ich gerade auf der verzweifelten Suche, die letzte rote Münze zu finden. Und ja, Theorien schlagen rein, dass es wahrscheinlich sich eventuell noch hier im Wasser irgendwo befinden könnte. Was aber meiner Meinung nach richtig behindert ist, dass sie hier irgendwo versteckt sein soll. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie sich doch irgendwo hier hinten wahrscheinlich jetzt befindet. Weil das wäre dann gut, weil dann könnte ich diesen Part dann, starten, meine ich. Meine Güte, ich hatte gerade erst einen Part beendet. Hilfe, was ist los mit mir? Und so wie es aussieht, nein, da sieht es nicht nach roter Münze aus. Geil. Ich kann mir aber, wie gesagt, auch jetzt schlecht vorstellen, dass die rote Münze sich noch da drin befindet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Aber gut, man kann es ja mal versuchen, denke ich mal. Okay, da sehen wir nochmal kurz meinen kleinen süßen Doggy. Da, okay. Ich habe mich gerade selbst süß genannt, aber ist mir auch jetzt egal. Wo war nochmal der Gang zum Stern und wo war gar nichts? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, scheiße. Wo ist die letzte rote? Die muss hier wahrscheinlich doch irgendwo sein, oder? Bestimmt ist Brodo wirklich so richtig fies einfach und baut die... Ja, geil. Ich trinke jetzt gleich erst noch. Nein! Das gibt's doch nicht! Nein, 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 nein! Okay. Safe Loading Dingens. Ich weiß nicht, wo die hier sein soll. Wie gesagt, hier habe ich ja schon alles nachgeguckt hier. Wahrscheinlich bin ich doch irgendwo noch nicht gewesen. Oder irgendwo ist hier doch so ein geheimer Schatten, der so geheim ist. Der geheime Schatten der Geheimigkeit. Münze! Goddammit, halt die Schnauze. Nein, lass mich in Ruhe. War ich in dem Schacht? Ja, war ich. Ich war in dem Schacht. Oh Gott. Sag ich Schacht, ist egal eigentlich, oder? Okay. Oh Gott! Okay, ich glaube mal, das muss ich dann wahrscheinlich dann hier reinschneiden. Was aber ein bisschen blöd ist, weil, wie gesagt, ich nehme das ja alles irgendwie an ein Stückchen auf. Daher, wenn ich schneiden tue, müsste ich dann noch gucken, wie genau ich das dann von der Part-Dingens machen sollte. Und zalala, was mache ich denn schon wieder? Ah! Oh Gott! Wo ist dieser letzte Kack? Oh Gott! Halt die Schnauze, jetzt ein blödes Bobby-Ding. Da oben ist der Stern. Da ist nur der Stern, wo dann hier auftaucht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich könnte nochmal hier nachschauen. Aber wie gesagt, da sind ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so hier eingestellt ist. Aber hier auf dem Dach jetzt auch nicht, oder? Weil das ist... Nee. Nee. Ich verdrück mich draußen mal. Nee, ich denk mal da... Hä? Wo kann der dann sonst sein? Ich kann mir... Ich habe echt keine Ahnung einfach. Ich habe einfach null Ahnung. Hilfe. Schön. Gut, Leute, dann würde ich einfach sagen, an der Stelle mache ich wahrscheinlich dann doch einen Cut. Ich darf dann nicht vergessen, wie lange ich dann die Münze schon gesucht habe oder was weiß ich. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Egal, Leute, ich glaube, an dieser Stelle mache ich einfach dann doch einen Schnitt und wir sehen uns halt dann gleich wieder bei der letzten roten Münze, die wo sich irgendwo hier befindet. Also, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Bye. So, Leute, ich bin jetzt wieder zurück und es tut mir leid, aber ich musste schummeln.
Ich habe jetzt überall gesucht, wo die rote Münze sein könnte. Und ich habe jetzt einfach kurz aufgegeben und einfach im Internet nachgeschaut. Und ja, die letzte rote Münze befindet sich hier, wo dieses kleine Häuschen da drüben ist, mit diesem komischen Steg da drüben. Und hier befindet sich halt eben die rote Münze. Und die holen wir jetzt eben und beenden somit jetzt diese Aufgabe. Ich muss jetzt irgendwie dran denken, dass ich dann 10 Minuten länger dann aufnehme, damit ich ein bisschen, ja, damit ich, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt schon sehen, wie lange ich jetzt halt eben aufnehme, auf jeden Fall, sobald ich eine Stunde, dann erreichen sollte. Wobei, jetzt, ich habe hier die Aufnahme jetzt hier gestoppt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich jetzt hier aufnehmen soll. Warum habe ich die Röhre nicht benutzt? Ich bin dumm. Egal, auf jeden Fall, ich bin jetzt ein bisschen genervt einfach gerade eben, es tut mir leid, weil alles hasst mich gerade eben, weil wo ich gerade eben noch nach dem Video nachschauen wollte, wo ich dann nachgucken kann, was ich denn überhaupt machen muss, hat dann noch mein Internet rumgesponnen und alles andere hat rumgesponnen und ich habe alles gehasst. Von daher bin ich jetzt gerade ein bisschen angepisst. Und ja, daher weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich das mit der Aufnahme hier machen werde, deshalb nehme ich einfach ein bisschen mehr auf. Dann werde ich wahrscheinlich halt aus Versehen dann ein bisschen längere Parts machen und wahrscheinlich dann vielleicht noch einen weiteren Bonus-Part halt daneben. Kann passieren, aber ich glaube mal, das würde euch wahrscheinlich nichts Großartiges ausmachen, weil dann habt ihr mehr zu schauen. So, Leute, 24 Sterne haben wir jetzt. Ich trinke mal kurz was. Ja, hey. Coins of Folly Bay. Save and continue. Und somit sind wir mit der Welt auch fertig. Das heißt, Hallöchen, wo gehen wir denn hier hin, bitteschön? Oh, ach so, okay. Das ist anscheinend hier Combo für irgendwas. Hier haben wir nochmal eine rote Münze aus irgendeinem Grund. Aber die brauchen wir jetzt mal gerade noch nicht, weil die Overworld-Sterne-Münzen-Dinger mache ich jetzt gerade mal noch nicht. Das kommt dann irgendwann anders. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich denn überhaupt hin für die neue Welt? Ich glaube, dafür muss ich jetzt wieder hier hoch, weil die vierte Welt haben wir ja einmal aus Versehen betreten, wo wir ja die dritte gesucht haben, weil ich das ja alles nach der Reihe alles schön mache, damit das alles schön perfekt aussieht. So, ne, nur mal kurz nochmal checken. Jawohl, wir haben bisher alle Sterne bisher gerade eben. Und jetzt können wir die vierte Welt betreten, das ist doch schön. Schauen wir mal, wie schön oder... Weil das auch schrägstrich scheiße diese Welt sein kann. Ah, da gucken wir mal, ey. Die war wo nochmal? Und war das überhaupt hier? Ich glaube ja. 10. Ja. Ich glaube mal, das ist schon hier. Und. Ja. Vierte Welt. Snow Mountain Resort. Taxi, where are you? Okay. Anscheinend wieder irgendeine so eine Pinguin-Aufgabe. Hallöchen. Ihr seid die Bob-Oms. Hallöchen, ich bin... Du hast ihn gerade getötet, du Flamm-Ding. Oh Gott, wo muss ich denn überhaupt hin? Oh Gott. Alles ist so weiß und unübersichtlich. Hilfe. Ah. Was zur Hölle? Ja, klasse. Ich habe jetzt das Pinguin-Baby, aber weiß nicht, wohin damit. Ja, geil. Jetzt habe ich es verloren. Geil. Nein, komm her. Ja, halt die Gosche. Ich versuche gerade eben zu finden, wo du hin musst. Mensch, du Sackknoten. Da muss ich anscheinend nicht hin. Das sieht mir auch nicht so aus, als müsste ich dorthin. Also ich denke mal, das ist... Ja, das muss auf jeden Fall... Wow. Das muss auf jeden Fall unsere erste Aufgabe sein, aber... wisst ihr, das ist ein bisschen so ein Problem, wenn ich nicht genau weiß, wo dieses Ding hier überhaupt hin muss. Warum habe ich das Gefühl, dass du da hier runter musst? Ah! Ich habe gerade jemanden gehört. Ah! Bist du hier? Jawohl, du bist hier! Hallo! That's not my... Fuck you! Remove that thing from my view. Burn it or... Burn it or do whatever you want with it? But don't get... Okay... Okay, du bist anscheinend ein Hurensohn. Also es tut mir leid, diese Ausdrucksweise jetzt gerade eben zu nutzen, aber also bitte. Ja, aber gut, ich glaube mal, so einfach hätte es auch wieder nicht sein können. Das sah wahrscheinlich aus wie eine Rutsche, wahrscheinlich, was weiß ich. Okay, dann gucken wir halt mal hier drüben. Hallöchen, Gumba, du siehst happy aus, das freut mich. Ich mag es, wenn Leute happy sind. Aber auch nur manchmal. Witzig, hahaha, witzig, hahaha. So. Wo bin ich denn hier? Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube mal, das ist eine falsche Aufgabe hier. Ja, das ist meine falsche Aufgabe. Geil, egal, machen wir halt einfach. Ey.
Ist auch egal. Ich sehe nichts. Ich speichere mal kurz. Nehme mal die rote Münze hier mit. Yay. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade eben hingehe, meine Damen und Herren. Aber ich denke mal, ich komme ja gerade eben zu einem Stern hin. Oh, ja, nein. Was ist das? Na, da hinten ist doch was. Ja, dachte ich mir doch. Okay. Das war eigentlich total nutzlos, aber egal. So, ach du Scheiße. Okay, ich mache einfach mal den hier. Ich meine, was? Warum soll ich mich darüber schlängeln? Ich kann einfach Hechtsprung machen und den Stern einfach so einsammeln. So, wir haben einen Stern gemacht, wo wir gar nicht machen sollten eigentlich. To the Frozen Waterfall, aber ist auch egal. Wenigstens haben wir schon mal einen Stern in dieser Welt gemacht. Zu den anderen Sternen kommen wir ja dann auch noch, also ist ja auch egal. So. Weep! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. So, gehen wir mal hier hin. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht. Ups, ich habe aus Versehen gerade den Gumba gekillt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Was? Nee. Ich speichere mal kurz und gehe mal da hoch jetzt. Gescheit, bitte. Oh Gott. Jetzt seid hier. Zack, speichern. Halt die Gosche. Das sieht. Oh Gott, das ist. Oh je. Oh nee, das ist wieder eins von diesen dummen Dingern. Das ist ein Albtraum. Oh, ich hasse diese Dinge. So, aber das sieht um einiges besser und leichter aus als das andere. Von daher wahrscheinlich dann doch nicht so schlimm. So, wo geht's hier lang? Eine Rutsche. Whee! Wow, wow. Okay, hier muss ich mal erstmal nicht. Oh Gott. Oh je, jetzt krieg ich auch noch einen Schluck auf. Oh je, Mini. Also, gehen wir mal hier hoch. Da ist wahrscheinlich unser nächstes. Dankeschön. Hallo? Okay. Schön. Toll. Flieg einfach mal rum. Wow. Okay, das sieht. Das sieht irgendwie richtig. Ups. Das sieht nicht richtig aus. So, ich wollte eigentlich, dass du dich da festhältst, aber okay. Mach's halt mal so, wie du es willst. Oh je, Mini, das ist ein Feuerdingens. Okay, schnell rüber, schnell. Nein! Ja klar, der hat einfach gefeuert, ohne dass ich erstmal da gewesen bin, ey. Ja, Hallöchen. Ich glaube, langsam hackt's. So, den ignorieren wir jetzt einfach mal und gehen gleich weiter. Oder auch nicht. Warum sollte ich auch weitergehen? Ich meine, das ist überflüssig. Nein. Nein. God fucking fuck. So. Okay, zack, zack. Hep. Na, verdammt. Ah, verdammt. Ach, verdammt, ey. Wieso mache ich nochmal Hechtsprung? Das habe ich doch gerade eben schon versucht. Okay, Moment. Einfach konzentriert bleiben. Einfach einen Dreisprung machen. Ah ja. Oder auch nicht. Einfach mal übelst failen. Nein! Nein! Oh. Und jetzt muss ich natürlich wieder weiter rutschen, weil ich es kann. So. Wieso? Boah. Geh mir nicht auf den Sack! Ernsthaft, ich stelle mich gerade wirklich blöd an. Wegen dieser scheiß Aufgabe. Ernsthaft jetzt? So, jetzt. Jetzt bleibt doch. Halt. Nein! Habe ich jetzt ernsthaft. Nein! Ah! Ich habe ernsthaft gerade ein Safe-State gemacht, wo der rumfeuert hier. Geht gar nicht so. Ich mache trotzdem noch ein Safe-State, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich trotzdem wieder. Auch mit Skill hier irgendwie wieder runterfliegen kann. Aber hey, wenigstens fliege ich runter mit Skill. So. Wir haben den 26. Stern. Es war Pillars in the Cave. Wieder eine weitere Aufgabe, wo wir nicht machen sollten. Aber ich glaube, es ist zu 100% klar, dass wir eigentlich die Aufgabe mit dem Pinguin machen sollten. Wenn man an den Namen von dieser Aufgabe guckt. Das war, glaube ich, gerade kein Deutsch, aber okay. Ja, wie gesagt, ich weiß gerade nicht noch so ganz, wo ich hin muss. Auf jeden Fall, ich muss versuchen, dass das nicht passiert. Egal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich gesaved habe, deshalb scheiß drauf, da drüben sind Ebenen und so. Hier muss ich gerade nicht hin. Ja, wo muss ich denn überhaupt hin für diesen blöden Pinguin? Also du bist Fake-Pinguin. Denn wie gesagt, der Pinguin müsste sich dann wahrscheinlich irgendwo hier oben befinden. Boah, richtig schlecht. Richtig. Oh. Okay, achso, hier komme ich dann wegen für Ding hin. Oder? Ja, yeah. Ja, okay, dann muss ich wahrscheinlich hier dann zurückgehen. Ach so, deshalb stehen hier die Boxen. Deshalb stehen hier die Boxen. Okay. Okay, das. Hä? Ach so, ich muss noch höher. Ah, okay. Hä? Wieso noch höher? Das heißt also, hier bin ich schon mal falsch.
Das heißt also, die Rutsche dort drüben zeigt mir den Weg. Oho. Ne, zeigt mir also, glaube ich, wahrscheinlich, dass der Pinguin sich wahrscheinlich eventuell, da habe ich den schon wieder umgebracht, sich hier drüben befindet. Gumba, halt die Schnauze bitte. Und jetzt nochmal diesen Sprung machen. Oh, ich habe es diesmal gleich geschafft. Und du hast mich fast hier getroffen mit deinem Scheiß. Nein, 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 nein. Ja, geil. Mach das gleich noch so. Das ist auch gut. Okay, ich mache jetzt einfach mal so. Damit laufen wir jetzt einfach durch gerade eben. So, zack, zack. Schnauze halten. Zack. Und zack. Wow. Okay, wow. Hey, hey, hey. Kannst du nicht bleiben. So, nochmal ein Speicherdingens. Ich bin einfach so vorsichtig. Ah, Pinguin. Bitch. Nein, 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 komm her. Nein, komm her. Schalte, komm her. So. Ja, So, jetzt haben wir das Richtige. Dann können wir schon mal die erste Aufgabe hier erledigen. Oh, Leute, ich muss ein Part beenden, weil ich glaube mal... Ja, ich glaube, 10 Minuten habe ich ja für die Aufgabe gebraucht. Ich glaube mal, an dieser Stelle beende ich einfach den Part. Das müssten 15 Minuten sein. Wenn es nicht so sind, dann habe ich halt Scheiße gebaut und müssen mit einem kürzeren Part auskommen. Aber auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt erstmal für jetzt gerade eben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Darkstone 1800. Bye!